Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reden wir darüber, warum ein normaler Unterarmstütz einfach nicht effektiv für den Bauch ist. Anschluss sozusagen an die große Bauchmuskeltrainings-Workouts-Lüge. Also viel Spaß bei diesem Video. Intro. Yes, wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, klickt gerne mal zurück und schaut euch das Video über die Lüge der Bauchmuskel-Workouts an. Aber heute geht es darum, dass wir mal besprechen, warum ist die Plank eigentlich nicht wirklich eine effektive Übung für den Bauch. Und ich gebe dir die Variation, die wirklich effektiv für den Bauch ist. Aber als allererstes, wenn du neu auf diesem Kanal bist, mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und seit neuestem so ein bisschen mal ein paar kritische Videos. Also wenn du ganz neu bist, heiße ich dich herzlich willkommen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du neu dabei bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen in der Community und lass mir ein Abo da. Aber wir legen jetzt erstmal einfach direkt los. Nehmen wir mal den Unterarmstütz ganz klassisch auseinander. Wir haben den Unterarmstütz so als die Basisübung eigentlich aller funktionalen Übungen. Also ständig in allen möglichen Kursen wird diese Übung gemacht und es ist auch eine gute Übung, versteht mich da nicht falsch. Aber die, wie sie klassisch gemacht wird, ist einfach nicht die effektivste für den Bauch. Warum? Überprüft es für euch selber. Wenn ihr einen Unterarmstütz macht, ihr geht den Unterarmstütz und dann wird auch gesagt, Becken tief, Blick nach unten, Halswirbelsäule gerade. Ellbogen ist unter der Schulter, das heißt hier wird die Schulter belastet. Dadurch, dass ihr hier Spannung halten müsst, habt ihr natürlich auch ein bisschen Core dabei, aber auch ganz viel den Oberschenkel. Also bei mir ist der Oberschenkel immer richtig hart angespannt. Und der Bauch ist im Vergleich zu meinen Schultern, zu meinem Oberschenkel eigentlich nicht so hart angespannt. Ganz einfach, warum ist das so? Weil hier die meisten Druckpunkte sind und der Stütz oft hier gehalten wird. Viele weichen jetzt natürlich immer in der Übung aus. Und dann seht ihr diese Variation. Geht auf die Unterarme und die Leute weichen nach hier aus. Warum machen sie das? Weil sie es in den Schultern zu hart spüren. Und genau das möchte ich jetzt von euch. Das heißt, ich möchte, dass ihr ab sofort, wenn ihr einen Unterarmstütz macht, um den Bauch zu trainieren, dass ihr die Ellbogen auf Höhe eurer Augen nehmt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber probier es selbst aus. Du gehst in den Unterarmstütz, klassisch, und verschiebst jetzt auf die Höhe deiner Augen die Ellbogen. Und du versuchst trotzdem die Regeln zu beachten. Hier nicht zu hoch gehen und so weiter. Und du wirst effektiver deinen Bauch spüren. Probier es selbst aus. Du wirst direkt den Unterschied merken. Weil du musst dann, um das Ganze zu halten, wie so einen Crunch machen. Das heißt, wenn du nicht einfach zusammenklappen willst, wie wenn du hier auf dem Boden liegst, musst du so machen. Wenn wir die Übung also umdrehen, sehen wir exakt diese Übung, die wir dann im Stütz machen. Genauso wie in Rückenlage. Das heißt, noch einmal. Ihr seid hier, geht hier rein, verschiebt nach vorne und hier habt ihr den Bauch richtig fest. Wenn ihr jetzt versucht hier den Bauchnabel, sagt man ja immer, Richtung Matte ziehen, jetzt ist es Richtung Decke, Bauchnabel Richtung Decke ziehen, dann ist der Bauch wirklich fest. Und dann habt ihr eine effektive Übung wirklich für den Bauch. Ihr könnt es auch noch schwieriger machen, dann habt ihr auch wieder Schultern und Brust mehr involviert. Und zwar nehmt ihr dann Standard Plank, eure neue Plank, Arme vorne fest. Manche nennen das Samurai Plank und so weiter, gibt da verschiedene Begriffe. Probiert die Variation gerne selbst aus und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr nicht doch diese Übung effektiver findet als die normale Plank für die Schulter. Das heißt, ab sofort, wenn ihr den Bauch trainieren wollt beim Unterarmstütz, macht ihr diese Variation und das Ganze wird auch ein bisschen intensiver.
Nehmt euch eine Matte dazu, es ist viel angenehmer, weil es schon hart vorne für die Ellbogen dann. Achtet auf die Ausführung, wie ein Crunch. Denkt dran, wie in Rückenlage, euch halten sozusagen. Bauchnabel nicht Richtung Matte, sondern dann Richtung Decke ziehen und dann habt ihr ein effektives Bauchworkout. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du diese Variation noch nicht kanntest, lass mir gerne ein Abo da. In Zukunft wird es mehr solcher Videos geben. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.